kann ich dann hier ran? Ja. Hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Ich bin Thor, Sohn von Odin. Solange Leben in meiner Brust ist, mir fällt kein guter Spruch mehr ein. Bist du bereit? Oh, die bringen den Rest der Leute an Bord des Trägers. Ist okay. Avengers, macht euch an die Arbeit. Sehr gut. Worum geht's? Um das da. Kriegt Ultron den Kern, verlieren wir. Mehr hast du nicht drauf! No, hier mit dem Basecap und dem Schnurrbart. Das habe ich noch drauf. Mit Axt und Schwert. Halten Sie so viele dieser Typen wie möglich aus. Es darf kein einziger entkommen. Warte mal, ich muss erstmal hier. Der Kern? Ich schütze ihn. Das ist mein Job. Genau das wollte ich. Ihr alle gegen mich. Ihr könnt ja auch nur hoffen, mich aufzuhalten. So, ich komme hier ja nicht weiter. Achso, ich muss festhalten. Okay, ich muss loslassen. Sehr schön. So, hier, okay. Ja, jetzt sieht er da tot, gerade denn, wenn ich darauf will, wisst ihr? No, Alter! Hallo? Hast du das nicht kommen sehen? Geht's dir gut? Das ist ein Ende, Tony. Frieden für meine Zeit. Ich bin schon viel weiter. Ich bin frei. Das ist ja alles hier merkwürdig. Was müssen wir jetzt hier machen hier? Sag mal. Y. Jetzt müssen wir wieder festhalten und loslassen. Ich habe einen Plan. Warte mal, der muss hier auf. Nur bleib doch mal da drauf liegen. Ist ja schon wieder runter da. Ja, leck mich doch am Arsch hier. Du lass doch. Mal loslassen hier.
Nee, warte mal, ihm hier. Nein, Captain America, Mensch. Boah, jetzt fällt er darin. Ich sehe nicht. Du siehst überhaupt nicht, was hier los ist. Okay, ja, okay, irgendwas ist richtig hier. Weiß aber noch nicht was. Da trinken sie schon wieder Kaffee da. Mir juckt mein Ohr. Verdammt! Furchtbar. Alles durcheinander, jawohl! Los jetzt! Ach, ehrlich. X. Scheiße. Drücke X. Soll ich mir X dauerhaft drücken? Oder? Ich drücke B. Jawohl. Oh, der fällt auseinander. Thor hat ja keinen Hammer mehr. Wo hat denn der seinen Hammer? Da hat er seinen Hammer. So, jetzt. Alter, das geht ab. Also, rückblickend betrachtet. Ja. Schweini! Bin frei von Feldern, das macht Spaß. Bin nicht gebunden. Oh nein! Das hast du nicht kommen sehen. Die Energie sinkt unter das Optimum. Alles umsteuern. Wir haben nur eine Chance. Thor, ich brauche dich in der Kirche. Da würde ich aber auch ausrasten. Wie werdet ihr... Den Heim nicht wutwütend. Ach, herrlich. Ich drück da hier gleich mal weiter. Mal gucken, was hier jetzt noch kommt. Mal, mal sehen. Ah, war gut gewesen. Naja, viel haben wir nicht geschafft. Kein wahrer Avenger. Auf mein Kommando. Oje, oje, oje.
Hey, mein Großer. Geschafft. Der Job ist erledigt. Dreh den Vogel wieder um, okay? Wir können dich im Stealth-Modus nicht orten. Du bist der Letzte. Du hättest der Letzte sein sollen. Dann sind wir wohl beide Enttäuschungen. Du bist unerträglich naiv. Nun, ich wurde erst gestern geboren. Das zählt also nicht? Nein, kein Mensch hob den Hammer. Danke. Er ist des Hammers und des Gedankensteins würdig. Jemand spielt ein kompliziertes Spiel und wir sind die Figur. Glaubst du kannst was rausfinden? Na klar. Bis auf ihn gibt es nichts, das sich nicht erklären lässt. Er hat einfach keinen Respekt. Ich werde ihn vermissen. Und du mich auch. Männertränen werden fließen. Du wirst mir fehlen, Tony. Ja? Ich brauche eine Auszeit. Alles okay? Bin zu Hause. Wie sieht's aus? Sie sind gut, aber kein Team. Wir bringen sie in Form. The Avengers! Yay! Avengers! War Machine Falcon. So, das war's denn schon. Damit ist das Spiel vorbei. Naja, haben wir geschafft. Sehr schön. Gut, ja, ich hatte in der Folge, wo ich dann wieder angefangen hatte, nach Monaten mal wieder zu zocken, zu daddeln. Ja, was sind jetzt da rausgekommen? Ich weiß es ja nicht mehr. Warte mal, wenn ich grob über den Daumen, sind jetzt nur noch 5, 6, 7 Folgen gewesen. Muss sagen, die Geschichte an sich ist, also alles, was so drumherum ist, so diese kleinen Details, die Kleinigkeiten, die sind schon lustig gemacht. Zum Beispiel, wie Fury da mit dem ollen Schwein angeflattert kam. Also ich kann jetzt nur das erzählen, was ich jetzt hier in der Aufnahmesession so erlebt habe. Von den ganzen Folgen davor. Ein Sieb als Hirn habe ich ja. Rieselt immer durch und bleibt immer wenig hängen. Aber so allgemein, diese Lego-Spiele sind schon lustig gemacht. Also wir hatten ja auch Spaß gehabt bei Superheroes. So verkehrt war jetzt das Spiel jetzt nicht. Also das für zwischendurch ist es mal top. Bin mir jetzt auch gerade ja nicht so sicher. Ich möchte sagen, wir hatten damals bei Superheroes 50 Folgen hatte ich gemacht, ja. Die letzten 3 Folgen waren, glaube ich, Open World hier. Also einfach in der freien Welt umherpümmeln, sag ich mal. Aber hier sind wir jetzt so bei 30 werden jetzt wohl sein. Knapp 30, also 20 Folgen weniger. Also schichtentechnisch ist es jetzt nicht, ist es kürzer, würde ich jetzt behaupten. Es kommen auf jeden, also ich werde, denke ich mal, noch Lego-Spiele machen. Aber ich muss erst mal sehen. Ich habe jetzt so projektmäßig schon ein bisschen was am Hut, an der Backe, sag ich mal. Viele Sachen, die man gleichzeitig machen möchte, viele Sachen, die man gleichzeitig raushauen möchte. Ich möchte aber auch in der Vorproduktion immer sein, aber naja. Auf jeden Fall möchte ich noch Marvel Super Heroes 2 machen. Das ist ja nur mittlerweile auch schon seit der Raumerzeit draußen. Da muss ich mal gucken, jetzt wo das hier vorbei ist, könnte man ja beim nächsten Sale mal zuschlagen.
Die sind ja jetzt auch schon so rapide runtergegangen. Ich weiß ja nicht, wann das letzte Mal, was ich gesehen habe, 15 Euro rum. Naja, und es hat sich auch jetzt schon das nächste angekündigt. Da muss ich gucken, warte mal. Ich mache mal gerade hier in meinem Handy nachgucken. Das ist ja mal, es ist gut, dass man hier so vernetzt ist, dass man einfach mal in den Smartphone gucken kann. Wartet da als nächstes kommt. Ich glaube, Super Valiance war gewesen. Lego. Oder Valiance? Heißt das Valiance? Na, komm, mach auf. Mach auf, du Lump. Oh, das soll schon im Oktober 2018 kommen. Wir haben jetzt Juli. Wir sind jetzt im Juli 2018 und Lego DC Super Williams. Ich kenne mich da mit der englischen Sprache da so nicht aus. Also DC, die DC-Schurken werden kommen. Das heißt Joker und so was alles. Und ja, das ist natürlich feine Sache. Da drehen dem Bruder schon wieder das Auge. Da möchte der Bruder gerne haben. Naja, könnte man ja, ich sag mal, das könnte man sich auch holen und dann als nächste draus bringen. Ich habe aber auch noch Star Wars Episode 8, 7, 7, das Erwachen der Macht habe ich auch noch. Den möchte ich auch gerne machen. Also ich habe jetzt zwei Spiele, die ich jetzt noch machen werde, also möchte, eigentlich sind es drei, aber zwei davon habe ich schon auf Tasche, sag mal. Nee, warte mal, einen Tag davon auf Tasche. Super Heroes 2 ja auch noch nicht. Okay, drei will ich jetzt auf jeden Fall noch machen und zwei davon muss ich jetzt noch holen. Dann könnte ich ja eigentlich erstmal mit Star Wars weitermachen. Ja, lasst euch überraschen, ihr werdet ja sehen. Im Grunde, wenn hier irgendwann mal einer von euch vorbeiguckt, der hier nach 100 Jahren erstmal herkommt, der wird sich jetzt fragen, was labert der Typ da? Ich muss so ehrlich sein, hier hinten hört sich sowieso kaum noch einer was an. Also von daher können wir ja quatschen, wie wir lustig sind. Ja. Credits laufen hier munter durch. Eigentlich kann ich es auch wegdrücken. Nee, ich drück sie nicht weg, weil Marvel ist immer so, da kommt noch was da hinten dran. Nach der Credits. Nach der Kreditas. So, ja. Ja, DC Superschurken. Ja, das ja. Oh, da freut sich der Bruder besonders drauf. Ich habe auch noch andere Lego-Spiele. Also ich habe die Potter-Reihe habe ich. Von Star Wars habe ich, glaube ich, auch noch irgendwas. Die drei Batman-Teile, da hat mir aber der erste Teil irgendwie nicht gefallen, den habe ich mal privat angespielt. Oh. Sind die Credits zu Ende? Kommt jetzt noch was? Oh. Stan muss aufräumen. Er ist würdig. Natürlich ist er würdig. Er ist Stan Lee. So, jetzt kommen hier noch die Special Thanks. Ja, also Marvel versteckt ja nochmal in den Credits irgendwas. Beziehungsweise nach den Credits. Ja, das war dann wohl gewesen. Oder kann ich noch ein bisschen weiter quatschen hier? Jetzt sind hier schon Producer, hast du nicht gesehen, wie viele Leute da mitarbeiten, wie viele Manager und Producers und Directors und ach, was weiß ich, was da alles. Manchmal denkt man sich so, Alter, was die sich so an Jobs ausdenken, was da alles so mitwirkt. Normalerweise ja, habt früher einen Chef, dann ja, habt einen Meister und die Arbeiter. Heute gibt es noch irgendwelche Sachen, die dazwischen hängen und bei uns auf Arbeit gibt es auch einen, der ist Key Account Manager. Keine Ahnung, was Key Account Manager ist. Ich habe mal gesagt, er ist der Schlüsselmeister, der abends hier, wenn wir dann aus der Spätschicht rausgehen, hierher kommen zur Firma und die Bude abschließt. Weißt du? Und dann, da frage ich mich manchmal auch, also, was die so alles. Hier Lead Animatoren und dann Pipeline LTD.
Dann die Lego-Gruppe, wieder ein Direktor, wieder ein Producer, dann hast du einen Senior, einen Junior und einen Manager, einen Kreativmanager, einen Marketingmanager, einen Designmanager, einen normaler Manager, einen Leute, was ist das alles? Du würdest ja bestimmt auch mit der Hälfte der Leute, da sparst du so ein Geld. Du müsstest sie alle nie bezahlen. Das ist unglaublich, was da Vice President, Director, Technical Producer, Engineer. Meine Güte. Marketing, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Das ist wie so ein Kinofilm. Kommt mir teilweise länger vor. Normalerweise ist hier Musik, ja. Aber ich hoffe, dass ich bei Avengers jetzt hier keine zwischendurch, die Videosequenzen waren ja auch Musik drin. Das ist schon die geschützte Marke. Das ist genauso wie bei Star Wars. Bei Star Wars mache ich auch grundsätzlich nicht Musik an. Ich habe andere Spiele, wo ich gerne, also wo ich Musik anmache, wo ich weiß, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wenn das von denen selber ist. Aber das weiß man immer vorher nicht. Und ja, bevor die Videos stumm geschalten werden oder was weiß ich, ist ja mal ärgerlich. Da muss ich wieder nacharbeiten, dann fehlt da wirklich Sound, also Musik und Sound. Also ich schalte lieber es komplett, ich sag mal, Musik ab. Möchte das dann auch in den Videosequenzen, dass das da abgeschalten ist. Leider war es hier nicht so. Ist immer ärgerlich. Es gibt doch Spiele, wo du nicht mal irgendwo was ausschalten kann. Da kannst du laut und leise machen. Das ist jetzt nicht so, wurde ja schon mal gesagt, ja, das stimmt alles ja nicht. Und doch, das stimmt. Auch wenn mir andere, oder wenn mir, ich sag mal, Abonnenten was anderes erzählen wollen, dass das alles ja nicht so wild ist. Ja, ich habe schon Videos auf Dings gesehen, auf YouTube, da aber fehlt einfach der Ton. Du hast Videos, ja, aber fehlt dir der Ton. Da wisst ihr, dass der Urheber das gesperrt hat. Oder beziehungsweise YouTube hat das Video stumm geschalten, weil da eben Urheberrechtsansprüche drauf stehen. Naja. Ich finde die ganze Sache ein bisschen übertrieben. Ja, das ist, ich sag mal, Musik-Content, der damit bei ist von großen Dings, aber es ist doch nichts in dem Vergleich zu einem, ich sag mal, einem Album, was ich mir denn dazu hole. Star Wars zum Beispiel, die Alben habe ich mir grundsätzlich mal geholt. Ich finde die Musik toll, ich finde die Musik gut. Zur Not kann man sich das auch auf YouTube mal anhören, weil irgendwo ist dann doch mal Musik von Star Wars zu hören, wenn nicht lange, aber naja. Naja, wir lassen uns. Ich lasse mich da auch nicht, ich sag mal, belabern, bequatschen, dass ich da was anderes mache. Ich habe ja schon mal gesagt, wer Musik haben möchte, der macht sich einfach den Soundtrack, wenn er ihn auf YouTube findet oder vielleicht, wenn er ihn zu Hause hat, einfach im Hintergrund mitlaufen lassen, ganz leise. Dann ist das so, als wenn das in meinen Videos ist. Das ist ja alles kein Problem, kann man ja alles machen. Ich muss mich jetzt hier, geht ja um die Geschichte, geht um, klar, Musik, sag mal, pusht noch mal so ein bisschen die Geschichte. Das pusht zum, also wenn du jetzt mal einen Film guckst und dann hast du dann nur den Film ohne Musik, wäre wahrscheinlich auch langweilig. Deswegen gibt es ja die Musik. Mein Gott, ich höre ja nicht mehr auf zu quatschen, aber die Credits, die laufen ja hier auch 100 Jahre. Junge, 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 Junge. Hier muss doch bald mal Schluss sein, sag mal. Wir sind jetzt schon bei einer vollen Folge. Also ich habe zwischendurch einen Cut gemacht, den werde ich jetzt aber zusammenschnippeln da wieder, weil da war ja nur noch, sag ich mal, 3 Minuten an die Geschichte. Also für euch ist das jetzt eh eine Folge, aber für mich sehe ich jetzt gerade, dass hier 3 Minuten Geschichte vielleicht noch war und jetzt 15 Minuten insgesamt schon Laufzeit ist. Oder Laufzeit. Wie redet der denn? Und naja. Gut. Ich lasse halt jetzt mal den Rest hier durchlaufen. Könnt ihr euch alles durchlesen. Ich meine, ich lasse die Credits sowieso immer durchlaufen, weil
Da haben Leute mit dran gearbeitet, eine ganze Menge, wie ihr seht. Oh Gott, was? Da wird irgendwas dem waschen. Na schön, mache ich es eben selbst. Oh. So, damit ist Schluss. Hier ist jetzt Schluss. Captain America ohne Helm. Captain America ohne Helm? Hat der mal einen Helm aufgehabt? Diesen Weltkriegshelm, ne? Okay. Freunde der Sonne, ich würde sagen, ich mache jetzt hier nach langem Quatschen, mache ich jetzt hier auch wirklich Schluss. Und ja, wir sehen uns in einem anderen Lego mit Sicherheit nochmal wieder. Wie ich schon sagte, drei Sachen interessieren mich noch brennend. Also zwei auf jeden Fall. Bei Star Wars bin ich mir erstmal nicht so sicher. Jetzt setze ich erstmal hinten ran und ja. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns auf jeden Fall in irgendeinem anderen Let's Play hoffentlich wieder. Sind ja noch ein paar zur Auswahl auf meinem Kanal. Alles gehen muss. Wer will, der darf, kann. Ist hier herzlich dazu eingeladen. So, Freunde. Ich bedanke mich für alle, die jetzt noch eingeschaltet haben, die jetzt noch hier sind. In diesem Moment. Du, der Ene vielleicht, oder du da hinten. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugeguckt haben, für Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.